Moin, moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal und zu einer weiteren Folge Dark Souls. Wir befinden uns jetzt hier vor den Toren von Schandstadt. Und ja, da gehen wir jetzt mal rein. Wir haben es ja schon einmal angeschaut, ein bisschen reingeguckt. Bald sind wir nicht gekommen, aber jetzt gehen wir das Ganze mal an. Wenn ihr euch wundert, warum ich nicht diesen Weg weiter verfolge hinter diesem Wasserfall, ich glaube, die Gegner waren einfach etwas zu stark da. Da müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen leveln. Was machen wir jetzt? So. Ich habe mich währenddessen ein bisschen mit der Materie beschäftigt, meine ganzen Ausrüstungsgegenstände mal angeguckt. Und wenn ihr euch dieses... Können wir mal zeigen. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, das waren meine Gegenstände. Pass mal auf. Hier habe ich nämlich meine Waffen und so. Und wenn man hier runter geht, sieht man, habe ich ein Spinnenschild. Und dieses Spinnenschild, wenn man drauf guckt, dachte eigentlich nicht so viel aus, aber hier steht der Schild der wilden Bergmagiten. Ein Schild von ungewöhnlicher Form mit einer schwarzen Spinne drauf. Widersteht Gift. Ich gehe denn davon aus, dass man vielleicht Giftresistenz ist dadurch. Resistent. Deswegen nutzen wir es einfach mal. Wie man sieht, ist es auch physisch 100% Schaden absolviert ist, also gar nicht so schlecht. Das nehmen wir jetzt mal mit. Weiter habe ich, wenn ihr oben unter meiner Ausdaueranzeige seht, ihr ein goldenes Emblem. Und das liegt daran, denn ich habe diesen Ring hier bekommen. Schutzring der Gunst. Verstärkt TP, Ausdauer und Last. Bricht bei Entfernung. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr abnehmen. Ich muss ihn jetzt immer drauf behalten. Ist auch nicht so schlimm. Gucken wir mal. So. Genau. Ansonsten alles wie gehabt. So, wir gehen runter. Ja, wir gehen runter. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Und wie weit wir kommen. Denn beim letzten Mal sind schon sehr harte Gegner da gewesen. Muss schon so ein bisschen aufpassen. So. Und das war's auch schon. Wir sind gerade wirklich gestorben. Ja. Gut für euch. Echt für mich. Nein, es ist nicht weit runter zur Schandstadt, aber es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich gerade, dass ich dann gleich hier am Anfang gestorben bin. So, wir rennen da jetzt noch schon mal hin. Naja. Das nervt mich jetzt doch ein bisschen. So war es nicht gedacht. Gucken wir mal. Guck, guck. So. Er ist tot. Diese Schleimdinger müssen wir nicht killen. Wir können hier runtergehen. Und zwar da runter. Zack. Dann sind wir auch schon gleich da. Dann können wir da einfach mal durchlaufen. Nee, mir passiert hier unten noch nicht. So. Laufen wir mal vorbei. Die Ratten. Die ganzen Leute interessieren uns alle nicht. Scheiß auf euch. Wir wollen nur runter. In die Schandstadt. Das ist geil, wie dieses Lichtsetting sich auch ändert, sobald man hier reingeht. Naja. Ja, war ja ein bisschen blöd gerade, muss ich geben. Aber sind auch nicht zu verachten, die Gegner. Ich wollte eigentlich ausweichen, das klappt ja natürlich gar nicht. Gucken wir, ob wir es jetzt hinkriegen. So schwer sind die Gegner nämlich gar nicht, ist mir aufgefallen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht dumm rumsteht. So, man sieht, ist er da oben schon und wartet auf uns. Sachen einsammeln. So. Oh, das hat gesessen. Oh, muss aufpassen. Oh, er ist doch tot. Tatsächlich noch ein Leben gehabt oder was? Können wir was trinken? Und schon der nächste. Oh. Ist aber. Oh. So. Blöder Arsch. Bei Flaschen verballert hier, was natürlich ärgerlich ist. Du hast nicht gedacht. Ein Jaucheküchlein. So, da hinten ist noch so ein dicker Klotz. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Beim letzten Mal sind wir ja recht schnell gestorben hier, weil wir vergiftet worden sind.
Mal auf, dass wir nicht vergiftet werden jetzt hier. So, komm du mal her. Der Klops. Oh, verdammt, Axt. Das war wieder dumm. Man ist ab und zu einfach zu unaufmerksam. Okay, wenn man schnell genug haut, dann... Aber das Schild lassen wir lieber oben. So. Guck mal. Und andere Viecher. Okay. Komm, noch einer angelaufen da hinten, das sehe ich. Uns auch schon entdeckt. Soll er doch herkommen. Dann markieren wir ihn gleich als erstes. Kommt aber. Komm schneller. Okay, sind relativ zügig erledigt. Trotzdem muss man sagen, man muss hier echt aufpassen. Ist auch sehr dunkel alles, muss ich auch sagen. Kannst auch noch ein bisschen schneller herstellen. Noch einer? Ah! Schießt jemand auf mich da drüben? Seht ihr das? Oh, da müssen wir irgendwie... Müssen wir mal killen, nicht, dass er uns gleich hier abschießt. Ne. Da kommt noch einer, oder? Oh. Ah nein, hat mich vergiftet, die Sau. Wir haben Moosklumpen bekommen. Okay. Noch nicht so schlimm, dass wir gerade vergiftet worden sind. Aber hier wurde ich letztes Mal so hart vergiftet. Ich weiß nicht, ob der das war oder ein anderer. Aber es war schon sehr ätzend. Wie geht's denn hier längs überhaupt? Okay, da kommen zwei. Oh. Nein, was macht er? Ah, so ein Schwein. Verpiss dich. Oh. Oh, eine Drecksau. Oh. Ehrlich, die sind so eklige Viecher. Mann. Ich habe kaum noch Leben. Also, ich habe auch kaum noch Tränke. Fällt mir gerade auf. Kommt das auch noch einer? Ich weiß jetzt nicht, wie der hier hochkommt, oder? Da ist er schon. Okay. Da unten ist eine... Oh, das ist eine Seele. Da unten ist auch noch jemand, der da liegt. Können wir da auch noch was wegnabützen? Und wie kommen wir da runter? Ich brauche mich gar nicht hier runter zu springen, weil ich meinst, da sind gleich 1000 Gegner. Ja, auf jeden Fall Gegner. Hier durch. Mal da. Oh. Okay, hier ist komplette Garnitur. Hm. Brauchen, weiß ich jetzt nicht. Oh. Ich gar nichts mehr. Oh, was war das denn? Okay, da kann man glaube ich nur runterfallen. Da gehen wir lieber nicht links. Ah, hier geht's runter, okay. Noch jemand? Eine Seele? Oh, ich würde auch schon wieder jemanden laufen hier. Ach, da ist eine Leiter. Hätte ich auch die Leiter runtergehen können. Nun gut.
Da kommt einer. Kommt er hier? Kann er hier hochkommen? Das ist nicht. Hier links? Kann ich hier irgendwo hochkommen? Ich mag Angst, dass sie hinter mir auf einmal auftauchen. Deswegen ist es vielleicht besser, wenn man immer wachsam ist die ganze Zeit. Was ist das da unten? Was war das denn? Da schlich irgendwas Rotes längs. Okay, da oben ist einer ganz wild und will zu mir unbedingt. Da längs. Da ist doch gerade einer rein längs gelaufen, ne? Leuchtet auch. Ist denn noch eine Leiche da hinten? Müssen wir gleich mal gucken. Dann ist es hier eine. Oh, noch eine Seele, das ist gut. Da kommt einer. Oh! Will er nicht runterfallen. Er ist doch runtergefallen. Ich weiß nicht, ob er tot ist, keine Ahnung. Scheint nicht. Sonst würde ich ja seine Seelen bekommen. Okay, er ist tot. Ich habe seine Seelen bekommen. Da hinten ist es auch eine Seele dadurch. Da irgendwas durch. Da schimmert doch was durch, wenn man die macht. Da liegt doch noch jemand. Wo kommen wir denn zu denen hin? Der liegt auf der Seite hier. Kann ich reinkommen? Ah, da muss man vielleicht von der anderen Seite hin. Schauen wir mal. Okay. Mhm, mhm. Ich komme auf jeden Fall. Da ist noch so ein Typ. Er will auf jeden Fall auch zu mir. Hier durch? Nein. Ich bin immer überall durch die ganzen Mauern durch. Das ist ein bisschen quatschi. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst da hinkomme. Wie komme ich denn wo längs jetzt hier? Hier durch? Nein. Warte mal. Hier. Muss ich da rüberspringen? Wie habe ich Seelen bekommen? Ich habe keinen getötet. Na gut. Okay, pass auf. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Wir gehen jetzt mal hier längs. Nicht, dass uns irgendjemand von hinten überrascht. Oben liegt ja auch noch einer. Wie kommen wir da hin? Da ist ein Leuchtfeuer. Hey, ohne Scheiß. Jetzt haben wir nur entzündet. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Wir müssen keinen Neustart machen hier. Da oben liegt was. Das holen wir uns. Kommt irgendwie. Was ist weiter? Gegner, ne? Du sitzt und ist eine Art Hund. Oder? Und zwei Gegner. Das ist natürlich blöd, da runter zu gehen. Wäre natürlich eine fatale Falle. Aber ich würde natürlich auch gerne das Item da oben haben. Wie komme ich da hin, ohne hingebracht zu werden. Den anderen Weg da hingeben. Also wahrscheinlich muss man einmal runter und nach hinten wieder hoch. Oder so. Aber ich traue mich nicht runter, weil dann werde ich bestimmt gekillt. Habe ich noch eine Brandbombe? Na, eine Brandbombe? Da. Aber wir setzen mal eine Brandbombe runter. Vielleicht klappt ja was. Testen. Ah, okay, ist natürlich total bescheuert. Gar nichts gebracht.
So, okay, das sind aber drei Gegner, wie man sieht. Oh, er kommt hoch. Kommt er hoch? Nee, schade. Ich kann natürlich runterspringen und von oben drauf. Ah. Okay, lassen wir das Item nochmal Item sein. Vielleicht probieren wir es ein andermal nochmal, wenn wir zum Leuchtfeuer zurückkommen. Aber das ist mir jetzt irgendwie zu risky. Gehen wir hier weiter. Noch ein Weg hier. Längs, ne? Genau, da gab es noch einen Weg. Irgendwo wieder ein paar Gegner. Ah, da schießt du wieder einen mit Pfeilen. Seht ihr das? So eine Assi-Sau. Ah! Oh, jetzt hat er mich getroffen. Ah, schnell oben. Boah. Wir müssen uns holen da den Pfeil, der Heini. Sonst macht er uns komplett giftig, glaube ich. Ich habe zweimal getroffen und ich bin total vergiftet. Oh, der sitzt da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ja. Was ist denn das da unten denn für ein ekliges Viech? Hör ich jetzt irgendwie Geräusche? Also warte mal. Das ist ein Pfeiltyp. Sitzt ja irgendwo da oben der Pfeil, Heini, ne? Und den nicht erwischen irgendwie? Nicht von wo der die Pfeile geschossen hat, aber irgendwo? Da! Oh! Okay. Warum sitzt er? Hm, bringt das nicht so viel? Auch so ein Ekelviech. Müsste, glaube ich, hier weitergehen, ne? Geht's auf jeden Fall runter? Ich gucke ganz, ob ich diesen Pfeil, Heini, da oben sehe. Aber ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn? Nicht, ne? Kann ich da irgendwo jetzt... Na gut. Nicht da unten. Was macht das? Ich habe eine Seele bei. Sieht sehr groß aus. Irgendwann wisst ihr, wie viel Leben hat das Viech? Mal gucken, wie viel Leben das hat. Warte mal. Wie viel Leben hat das eigentlich, ne? Oh, so weg. Oh, Pfeile habe ich ja. Ich weiß auch nicht, wie das Ding zuschlägt da unten. Nicht, dass ich das. Vielleicht ist es auch ein total einfacher Gegner, aber viel Leben hat er ja auch nicht. So. 1000 Seelen, das war jetzt auch nicht die Welt. Aber jetzt können wir hier was runter, glaube ich, unbeschadet vielleicht. Hoch. Da liegt noch jemand. Da hier. Geht eines Kriegers. Ich will auf jeden Fall Leute da unten rumwüten. Vielleicht auch gleich hier irgendwie hochkommen. Okay. Da hingekommen. Hier ist noch eine Leiter, okay. Da kommt noch einer. Okay, haben wir auch. Wow, hier können wir auf jeden Fall noch runter. Wo es da genau hingeht, weiß ich nicht. Hier oben war auch noch irgendwas. Leider. Gehen wir da runter? Oh, noch eine große Seele.
Da liegt noch einer. Büro, innere Kraft. Oh. Da hat mich dieser Pfeilhaini getroffen. Ich weiß nicht, wo der sitzt. Keine Ahnung, wo der ist. Habt ihr gesehen, wovon das kam? Okay. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, woher das gerade kam. Ich fallen die einfach mal um, wie die fliegen hier. Das war ziemlich weit nach oben. Oh. Was war das für eine Holzpuppe? Keine Ahnung. War das der Giftpfeilschießer? War der das vielleicht? Ich weiß es nicht. Geht's irgendwo rein? Da kommt schon einer. Oh. Hier unten ist es ein bisschen spannend, muss ich sagen. Weil man nicht weiß, was einen hier erwartet. Warum Angst, dass ich gleich wieder runterfall hier irgendwo? Da? Was hier, wo gerade eben das eklige Viech vorsaß? So, ne? Ah, ich glaube, das war das. Eh. Hier wieder hoch. Also es ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht mal, wo ich hin soll. Das ist wirklich mehr als unübersichtlich hier unten. Also, ich glaube, ich renne hier die ganze Zeit irgendwie quer durch die Gegend. Und nicht dahin, wo ich hin soll. Hier waren wir ja schon. Das ist ja hier direkt wieder beim Leuchtfeuer. Soll es denn hingehen? Noch mehr ist crazy hier alles. Geht hoch. Hoch? Hier. Muss ich laufen hier? Weiter hoch. Also ich habe hier schon Leute gekillt, wie ich sehe. Also hier war ich schon. Liegt da echt? Oder liegt da eine Leiche? Ich noch nicht. Okay, hier fällt fast alles runter. Habt ihr gerade gesehen? Der Leuchtfeuer. Angst, dass ich hier nur runterfall. Das ist so ein Typ. Okay, also wo wir genau hin sollen, wissen wir alle irgendwie nicht. Richtig? Oh, sehe ich gar nichts mehr. Also so ein bisschen ein Clipping-Fehler hier. So, okay, also wir gehen nochmal hier links. Hier wird es ja wohl die richtige Richtung sein. Glaube ich. Und wenn man schon so viele Gegner getötet hat, der Weg nicht mehr. Hier geht's runter. Und da. Ah, doch echt ein bisschen verrückt hier. So. Da kann ich glaube ich nicht rüberbringen, ne?
Sieht nicht aus wie eine Rungensituation. Oder? Oder an der Seite kann man längst. Ah, guck mal. Wahrscheinlich. Hier? Hä? Nee, da kommen wir doch. Na, Weg geht. Ach, guck mal. Wo ist er denn? Hey. Und noch einer. Oh nein, scheiße. Ich sehe auch gerade nichts. Oder? Oh shit. Shit, shit, shit. Hüpf weg. Trink was. Oh. Oh Mist. War der schon mal tot? Oh. Alter, schnell was trinken. Ja, trink was. Oh. Das war wieder eine Situation, wo ich dachte, keine Witzka. Puh. Na gut, weiter geht's. Boah. Bild hoch. Da runter, ein Stückchen zumindest. Oh nein, ich glaube, da kommt der erste Gegner wahrscheinlich und ein Boss. Oh, wie scheiße ist das denn? Hm. Wie viel haben wir noch? 5 Flaschen? Okay, aber so oder so, wir müssen uns den ersten Boss ja eh angucken. Was immer das ist. Warte mal kurz, wir haben hier. Habe ich leider nicht. Müssen so rein. Los geht's. Und. Okay. Aber hier leider runter. Ja, und wartet, anscheinend ist sie doch kein Boss. Okay. Das ist immer blöd, ne? Man denkt immer gleich, geht's ab hier und dann. Doch nichts. Noch eine Leiter, dass hier noch irgendwas decken kann. Hier runter. Wir warten. Geht noch uns gerade? Nö. Alles soweit gut. Okay. Doch da. Ah! Ey, ein ekliges Viech, was war das denn? Das ist irgend so ein Insekt auf jeden Fall. Dann ist noch einer. Okay. Haben wir auch schon. Okay, das haben wir schnell erledigt. Ich will auch gar nicht sehen, was die machen, muss ich zugeben. Ich will gar nicht sehen, was die machen. Kann ja nichts Besonderes sein. Kann aber auch nichts Schönes sein, glaube ich. So, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Gut, aber ich würde sagen, erstmal reicht das hier und wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.